es wird ja eine Technologie nach der anderen entwickelt. Es sind faszinierende Technologien. Vor 100 Jahren, wie die Autos erfunden wurden, auch da hat mancher Zeitgenosse gemeint, diese neue Technologie, es ist was Faszinierendes, aber das kommt nicht in die Breite, weil es nicht möglich ist, dass man die Autos sicher macht. Genau das passiert auch in der IT. Auf der einen Seite sehen wir heute, dass IT große Probleme macht. Es reicht eben auch zu diesen ganzen Ausfällen, dass ganze Parlamente nicht arbeiten können, dass Kliniken nicht mehr arbeiten können. Das ist erschreckend, aber in gewisser Weise natürlich, weil wir eben heute nicht immer in der Lage sind, die Qualität dieser neuen Technologien zu beherrschen. Ich bin Informatikerin und ich arbeite daran, dass IT-Systeme sicher und beherrschbar werden. IT-Systeme können in gewisser Weise mit Städten verglichen werden. Damit eine Stadt funktioniert, muss jedes Gebäude mit Strom versorgt werden. Die Stadt muss so geplant werden, dass der Verkehr fließen kann. Der Abfall muss entsorgt werden. Und ähnlich funktionieren komplexe IT-Landschaften. Auch hier müssen die Daten fließen. Die einzelnen IT-Systeme müssen miteinander verbunden werden. Es fließen Nachrichten. Und genauso wie eine Stadt geplant werden muss, muss auch eine IT-Landschaft geplant werden. Anders als zum Beispiel bei einer Stadt ändert sich in einer IT-Landschaft ständig etwas. Sobald der Plan erstellt ist, ist er schon veraltet. Und wir entwickeln Ansätze, mit denen das Modell mit der Realität gekoppelt wird. Ich habe den Ansatz lebendige Modelle genannt, also Modelle, die sich weiterentwickeln, die lebendig sind. Für mich die Königsklasse dann ist, dass wir den Weg zurückgefunden haben von der Grundlagenforschung in die Anwendung. Das heißt, die Technologie, die wir im FWF-Projekt entwickelt haben, wurde auf dem Markt platziert. Das ist uns 2017 mit der Gründung des Spin-offs Texture gelungen. Es kommt einem Reset gleich. Vorher ist das einzig Wichtige, dass man Neues schafft, dass man ständig sich überlegt, was könnte neu sein. Danach, nach der Gründung des Spin-offs, ist nur noch eines wichtig, nämlich einen Markt zu finden und die Technologie zu verkaufen. Aufgewachsen bin ich in Bayern, in Berchtesgaden. Die Landschaft in Berchtesgaden ist ziemlich ähnlich zu Tirol. Das Skifahren habe ich mir nicht ausgesucht. Meine ersten Ski hatte ich mit 2 Jahren. Als Kind habe ich dann auch an Wettkämpfen teilgenommen, an Skirennen. Aber mehr gejuckt hat mich dann schon sehr früh das Freeriden, das Fahren abseits der Piste. Tiefschneefahren, Kugelpiste, das waren meine Favoriten. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, wo wir Daten miteinander vernetzen, wo Prozesse durchgängig gemacht werden, wo viele Dinge auch automatisiert ablaufen. Das hat unsere Lebensweise massiv geändert, die Art und Weise, wie wir miteinander in Kontakt treten, wie wir leben, wie wir arbeiten und wie wir lernen. Ich bin Ruth Breu und ich bin Informatikerin.